Die Corona-Pandemie hat uns im Geschäftsjahr 2019/20 gezeigt, wie aktuell das ISA-Motto Learning to be me in a global community ist, um sich in einer vernetzten und globalisierten Welt zurechtzufinden. Die Internationale Schule Augsburg, kurz ISA, profitiert von diesem Trend seit ihrer Gründung im Jahr 2005 und möchte auch weiterhin an einer stetigen Entwicklung festhalten. Die gemeinnützige ISA AG geht zurück auf eine Initiative des Vereins Wirtschaftsregion Augsburg Förderverein e.V. sowie der IHK Schwaben als Projekt der regionalen Wirtschaftsförderung. Die Schule wird von allen Wirtschaftsförderern der Region unterstützt. Heute ist die ISA bestens vernetzt mit 33 investierten Unternehmen, Institutionen und 74 privaten Investoren. Sie ist die internationale Schule für den Wirtschaftsraum A hoch 3 Augsburg und den Münchner Westen. Eine zentrale Anlaufstelle für international orientierte Familien in der Region. Rund 50% der Kinder haben heute einen interkulturellen Hintergrund. Die Kinder von Fach- und Führungskräften großer Unternehmen der Region, von Spitzensportlern, Wissenschaftlern und Medizinern aus aller Welt, finden in der ISA ein erstklassiges Bildungsangebot. Das Ganztags-Gesamtschulkonzept richtet sich an 3- bis 18-jährige Schüler und schließt mit den weltweit anerkannten Schulabschlüssen IGCSE bzw. dem IB-Diploma ab. Im Notenranking des IB-Diploma liegt die ISA seit Jahren über dem weltweiten Durchschnitt und rangiert auch in Deutschland unter den besten internationalen Schulen. Die ISA ist bei allen für internationale Bildung wichtigen Institutionen und Programmen akkreditiert, zertifiziert bzw. autorisiert. Auch bei der letzten CRS-Reakkreditierung wurde die ISA als sehr professionell beurteilt und positiv bewertet. Insbesondere in den Bereichen der Pädagogik, dem Finanzmanagement sowie der allgemeinen Unternehmensführung erhielt sie außergewöhnlich positive Bewertungen. Wichtige Qualitätsmerkmale für das Investment der ISA-Aktionäre. Das Geschäftsjahr 2019/20 schließt mit einer Bilanzsumme von 7.762.000 Euro ab. Der Gesamtumsatz beträgt 6.197.000 Euro. Ein Plus von 1,5% im Vergleich zum Vorjahr. Unterjähriges Wachstum und Schulgelderhöhung sorgten für Umsatz und Ertrag über Plan, während die Kosten geringfügig stiegen. Daraus ergab sich erneut ein sehr gutes Betriebsergebnis. Lediglich die Vorbereitung auf den Börsengang und die damit verbundenen Ausgaben verursachten am Ende einen Jahresverlust von 162.000 Euro. Das Betriebsergebnis lag bei 73.000 Euro und im Vergleich zu 120.000 Euro im Vorjahr. Von großer Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung der Schule ist das positive Eigenkapital in Höhe von 3.804.000 Euro, das einer Eigenkapitalquote von 49% entspricht. Mit dem Beschluss zur Ausgabe neuer Aktien und damit verbundenen Börsengang hat die Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2019/20 die finanziellen Voraussetzungen für den Bau eines neuen Campus und einer positiven Weiterentwicklung der ISA geschaffen. Die wesentlichen passiven Bilanzpositionen sind die erhaltenen Schulgeldanzahlungen sowie verbliebene Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bau des Turnhallengebäudes 2008. Das Grundstück inklusive eigenem Mensa- und Sportgebäude und dem neuen Containergebäude sowie liquide Mittel bilden das wesentliche Aktivvermögen. Dank der bisher neun sehr erfolgreichen Abschlussjahrgänge, die das hohe Niveau des Bildungsangebots belegen, genießt die ISA regional und weltweit einen sehr guten Ruf. Trotz eines extrem anspruchsvollen Geschäftsjahres 2019/20 steht einem positiven Forecast für das Geschäftsjahr 2020/21 und dem Betriebsergebnis nichts im Weg. Noch einmal werden die Kosten des Börsengangs das Jahresergebnis 2020/21 negativ beeinflussen. Das Renommee der Schule wird immer mehr durch international studierende ISA-Alumni gestärkt. Mit ihrer Rechtsform als gemeinnützige Aktiengesellschaft ermöglicht die ISA die starke Einbindung in die Wirtschaft der Region. Der Jahresabschluss der ISA GAG wurde der unabhängigen Prüfung durch die R&B Revisions- und Beratungs GmbH Wirtschaftsprüfung unterzogen und erneut mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass wir auch weiterhin an einer Intensivierung der Vermarktung über Online-Kanäle festhalten müssen. Ein besonderes Augenmerk gilt dem weiteren Wachstum der Vor- und Grundschule. Trotz dieser Herausforderungen reichte die ISA 2019/20 eine Bewerbung zur Zertifizierung als Umweltschule in Europa, internationale Nachhaltigkeitsschule, ein. Den vollständigen Jahresabschluss können Sie auf der Webseite der Hauptversammlung herunterladen.